Leute, nach einer ganzen Weile. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 19. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Spiel. Ja, das Derby steht an, aber ich habe mir vorher noch mal einen kleinen Gedanken gemacht, den ich noch holen will. Und zwar den Kollegen Eggestein aus Bremen möchte ich mir gerne noch holen. Johannes Maximilian Eggestein, den wollte ich eigentlich haben. Ach, der ist bei Kevo mittlerweile noch da, von Fach. Die Frage, kriege ich den da jetzt gerade weg oder kriege ich den im Anschluss? Warte mal, wollen die mir... Warte mal, wäre cool, wenn ich den jetzt kriegen würde, sag ich im Anschluss. Ah, erst... Okay, er kommt erst zurück, wenn er... Okay, dann habe ich aber zumindest nicht mehr auf der Gedanken, auf der Liste. Okay, gut, gehen wir rein ins Derby. Oh Gott, es ist so lange her, seit ich FIFA gespielt habe. Ich war das letzte Spiel. Ja, die werden eh alle abgelehnt, die Transfergebote, die Dings. Entschuldigung. Auf. Ja, wir haben nur noch eine kleine Rechnung mit dem heutigen Gegner auf. Das war unsere letzte Niederlage seit dem Derby. Und das wollen wir natürlich jetzt gerne wieder drehen. Für uns. Auf geht's. Gehen wir rein direkt. Wir sind nämlich heiß auf dieses wichtige Spiel. Für die Fans vor allen Dingen. Und für uns natürlich auch. Letzte Saison gab es hier ein 2:0. Das kann heute gerne weiter so gehen. Derby. Die zweite 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga spielt heute an. Bald ins letzte Viertel der Saison. Die Fans sind natürlich schon heiß. Dieser Choreo hier. So, auf geht's. Los geht's. Derby-Sieg. Oder der Weg zum Derby-Sieg, hoffentlich. Brandt, Delaney. Ah, der war nicht gut, der Ball. Hab ihn. Hernandez. Ah, der muss ja jetzt im Moment abbrechen. Nein! Das war natürlich nicht wirklich die richtige Variante. Wir müssen. Ich versuche es immer mal ein bisschen noch. Da muss. Ah! Ich versuche es hier zumindest eine Lücke zu finden. Ich bin. Ja, wir versuchen hier gerade die Lücke zu finden. Okay, das war zumindest der erste Ball. Ah, Mann. Nicht sowas, ey. Er gibt direkt glatt rot. Ja. Erste Situation, erstes Foul und du zeigst mal direkt rot. Ja, wunderbar. Foul an der Mittellinie, weißt du. Du musst direkt rot sein. Beim Gegner reicht gelb. Bei denen hätte mir locker gelb gereicht. Bei mir muss es direkt rot sein. Thank you.
Ja. Ja, Dankeschön, ey. Was ist denn heute los, Alter? Ich krieg jetzt gerade gar nichts hin. Jetzt ist immer ein bisschen am Schwimmen. Schönes Ding, Asa. Ja! Brand! 1-0. 18. Minute. Tor! Yes! Schönes Ding auf Brand. Dybala mit der Torvorlage. Yes! Ja, Schöpf kommt da nicht in den Zweikampf und der Ball geht vom Innenpfosten rein. War kein Glück dabei. Passt auf jeden Fall. 1-0. Für den Tabellenführer. Julian Brandt mit dem Tor. Kann man so nehmen. So anfangen. Schöpf gegen Brandt. Die hat mal gerade das Duell. Und die wiederholt sich das Ding. Wiederholt sich Brandt den Ball. Brandt. Hazard. Knapp vorbei. 24. Minute war das. Und das könnte sogar Ecke für... geh da raus, geh raus, geh raus. Jawohl. Weil das gibt nämlich einmal für uns. Ja, da muss aber auch mal da mitgehen. Das war doch kein Abseits. Heißeste Minute. Eieiei, es ist so lange Zeit noch zu spielen. Luca. Ja, dann geht doch aber auch mal mit durch. Jawohl. Hakimi. Hakimi! Die Flanke war nicht ohne. Ach, da war jetzt kein Druck hinter. Delaney. Delaney. Der Ball kommt wieder zurück. Ah, spiel den Ball auf Hazard. Das ist einfacher dann. Hallo, andersrum wäre es sogar fast faul gewesen. Balotelli. Oh, Delaney kommt nicht in den Zweikampf. Heißt, Hakimi muss den Weg zurückgehen. Und weiß ich nicht. Ey, warum kriegt man den fucking Ball da nicht weg? Man muss ja noch ein bisschen rumspielen. Der Gegner darf ja zum Torschuss kommen. 1-1. Ach, Mann. Wir hatten den Ball doch schon wieder. Wieder so unnötige Dinger, ey. Ich weiß nicht, was der Horner veranstaltet. Entweder kommt der raus und hat das Ding oder der macht gar nichts, Alter. Der macht überhaupt nichts. Der zieht wieder zurück. Und so kann wieder ein Spiel kippen. Wir sind wieder auf 0. Ich kriege aber auch keinen Stich da vorne mit meinen Stürmern. Also wieder. Hab dich. Ist ein bisschen jetzt Ecke für die. Mann!
Es ärgert mich gerade, dieses Gegentor. Das Ding ärgert mich gerade, dieses erste Ding. Was soll ich jetzt machen? Jetzt kann ich muss ja wechseln, wenn man ihn. Ja, ich muss den Stürmer herunternehmen. Das bringt mir nichts, wenn ich irgendwas riskiere. Ich muss halt da runternehmen. Die Defensive wieder zuzumachen. Da hat mir nämlich einer hinten drin gefehlt in der Verteidigung. Duvalal. Das einzige Spitze. Reus. Ha! Ah, das wäre doch mit dabei. Abseits. Hallo. Herr Schütten, das ist doch nicht wahr. Beim Gegner ist kein Problem. Da kannst du laufen lassen. Das war für mich ein klares Abseits. Ich stehe 5 Meter vorne. Zweifel mal für die Gegner. Arsenal ist der nächste Gegner. 1-1 wäre viel zu wenig, ey. Ja, da kommt auch keiner hin. Gott sei Dank nochmal rumgekriegt. Ich muss ja wieder abbrechen. Ich kriege aber auch momentan keinen Schritt vorne in die Spitze. Da ist aber auch keiner, ne? Da ist aber auch null irgendwie da hinten gerade. Passt das gerade gar nicht mehr. Passt mir das überhaupt nicht momentan. Hakimi. Ich krieg aber gerade keinen Durchkommen da hinten. Weil irgendwie nur in die Schnittstelle. Vielleicht mal ein bisschen Platz mit Brand über die Außen. Ey, warum lässt man denn da einfach... Und du hast 5 Meter Vorsprung und du bleibst fast stehen, damit der Gegner da nochmal auflaufen kann, Alter. Anstatt, dass die Flanke durchläuft. Weil dass du durchläufst, wenn du die Flanke spielst. Nein, man muss ja noch einen Moment warten. Brand nochmal. Jetzt vielleicht. Der Ball kommt nicht durch. Für mich ist das wichtig, das Spiel auf jeden Fall. Für die Fans ja auch. Jawohl. Witzel! Mann! Oh, der kommt nicht. Das ist nicht wahr. Der ist auf dem anderen drauf und gib mir dann auf den Piss, Alter. Auch gerade keine Schnitte da. Für mich ist das gelb und faul, aber nö. Andersrum wäre es kein Problem gewesen. Wäre es ein Foul gewesen. Wird es gegen mich gelehnt. So, jetzt gibt es Freistoß für Witz. Gelb. Was? Wofür? Ah, das ist die gelbe Karte wegen eben.
Brand. Reus. Die Flagge kommt noch nicht an. Ach ja, ey. Wofür? Kann man auch übertreiben, ey. Ja, es geht irgendwie hinaus. 1-1. Mann! Weil die den Ball nicht da vorne weggekriegt haben, ey. Was ärgert mich einfach gerade? Eine unnötige rote Karte, direkt fürs erste Foul gibt's komplett mal rot gezogen. Für was, ey? Ach Mann. Das sind am Ende wieder zwei Punkte, die fehlen. Na gut, dann abregen und nächstes Spiel weitermachen. Jetzt geht's gegen Arsenal London. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder bei Let's Play FIFA 19. Ciao.